Hallo Frau Steglich, Sie sind Inhaberin und Gründerin der ASL-Agenturen. Wofür steht ASL? ASL steht für Agentur Steglich Leipzig oder auch alles saubere Leistungen. Das trifft es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ich habe 1993 ASL gegründet und damals natürlich Agentur Steglich Leipzig. Aber jetzt als Franchise-System deutschlandweit, denke ich, passt alles saubere Leistungen doch bedeutend besser. Welche Leistungen bieten Sie und Ihre Franchise-Partner denn so sauber an? Wir bieten Hauswirtschaftshilfen im Privathaushalt, Kinderbetreuung, Tierbetreuung, Seniorenbetreuung, Hausmeisterdienste und Haushütung. Das heißt, wir verkaufen unserem Kunden freie Zeit. Ich sage immer, Sie können bei mir eine Stunde freie Zeit kaufen für 20 Euro und die Haushaltshilfe, die bekommen Sie dann gratis dazu. Wie kann ich mir denn den Arbeitsalltag Ihrer Franchise-Partner vorstellen? Das ist sehr viel organisatorische Tätigkeit. Das heißt, man muss natürlich Mitarbeiter suchen, Mitarbeiter einstellen, die dann die verschiedenen Tätigkeiten natürlich auch wahrnehmen. Das ist die eine Geschichte. Und dann muss man natürlich auch Kunden suchen, weil das ist auch irgendwo sinnvoll, dass man ein paar Kunden hat. Und das ist natürlich dann die andere Schiene, das heißt Kundenbetreuung, Mitarbeiterbetreuung, beide zusammenzubringen. Hier ist ja das Wichtigste, dass die Chemie stimmt, weil in diesem privaten Bereich, in dem wir uns betätigen, das ist ja das Intimste überhaupt. Und da muss natürlich die Chemie auf alle Fälle stimmen. Dass die Leistung stimmt, ist ganz klar, das ist selbstverständlich. Wir schulen unsere Mitarbeiter, wir haben ein Qualitätsmanagement eingeführt, wo sowohl die Franchise-Partner als auch die Mitarbeiter geschult werden. Und das ist natürlich eine sehr aufwendige Geschichte. Aber ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass wir wirklich diese Leistung, die wir anbieten, in einer sehr hohen Qualität anbieten. Also so das normale Putzen, das kann jeder, sage ich mal, oder fast jeder. Aber mir ist es wichtig, dass wir unserem Kunden dieses Wow aufs Gesicht zaubern, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wie unterstützen Sie denn Ihre Partner dabei? Womit können die rechnen von Seiten der Zentrale? Zunächst natürlich mal ein Handbuch, das ist ja ganz klar, in digitalisierter Form und natürlich auch ausgedruckt. Dann machen wir einige Handbuchschulungen, wo also das ganze Handbuch von Anfang bis zum Ende, bis ins Detail durchgegangen wird. Es gibt eine Jahrestagung natürlich auch für die Franchise-Partner. Wir bieten Einarbeitung vor Ort. Das heißt, wenn die Franchise-Partner das wünschen, dann fahre ich hin und gehe die ersten Schritte mit ihnen gemeinsam, bis die sagen, jetzt genug, jetzt reicht's. Sie können natürlich auch bei uns ins Büro ein paar Tage mitlaufen. Das nehmen auch einige Franchise-Partner in Anspruch, dass sie einfach ein paar Tage mal bei uns mitschauen, mit unseren Kunden gehen, die Kundengespräche dann bei uns mitmachen. Und wie gesagt, dann dieses Qualitätsmanagement, wo wir also dann in den Schulungen ganz gezielt auf die Qualität der Franchise-Partner einwirken und auf die Qualität deren Mitarbeiter und unserer in Leipzig natürlich auch. Und wir haben auch ein eigenes Programm uns schreiben lassen, ein Abrechnungsprogramm, wo wir also die Kundenverwaltung, Mitarbeiterverwaltung mit allem, was dazugehört, also ganz einfach regeln können, sodass wir unsere Franchise-Partner von diesen bürolastigen Aufgaben, sage ich mal, doch sehr entlasten können. Sie haben in Leipzig gestartet. Wo sind Sie inzwischen vertreten und wo wollen Sie hinkommen? Hinkommen will ich um die Welt. Und im Moment habe ich 26 Franchise-Partner. Das ist München, Bodensee, einen Master in Österreich, einen Master in NRW. Und Berlin, Hamburg ist jetzt ganz neu, fängt am 1. Oktober an. Was haben wir noch? München sagte ich schon. Kassel, Osnabrück, Dortmund, Bochum, also querbeet, quer durch Deutschland. Wenn ich mich jetzt für eine Franchise mit Ihnen interessiere, in welcher Stadt muss ich leben? Wie groß muss das Gebiet sein, in dem ich tätig werden kann, damit es funktioniert? Man braucht für ASL ein bestimmtes Einzugsgebiet von der Einwohnerzahl bzw. vom Einkommen. Also das ist natürlich ein bisschen gekoppelt. Ich habe es ja in Leipzig angefangen. Leipzig hat 500.000 Einwohner und ich sage immer, diese Größenordnung sollte man auch haben. Und es sollte nicht nur ländlich-sittlich sein, weil auf den Dörfern ist ja noch so diese Generationenhilfe auch sehr ausgeprägt. Da hilft die Oma, die passt aufs Enkel auf und das Enkel kauft für die Oma ein, so ungefähr. Wir brauchen eher die Anonymität einer großen Stadt auch. Und da sind so mindestens 300.000, 500.000, 600.000 ist so das ideale Einzugsgebiet, um wirklich hauptberuflich davon leben zu können. Ganz herzlichen Dank, Frau Steglich.